Mein Edeka um die Ecke hat tief in seine eigenen Taschen gelangt und einfach mal so ein Set an FB-Kassen aufgestellt. Es ist schwierig herauszufinden, wie viel Kohle sie jetzt genau dafür ausgegeben haben. Die Süddeutsche Zeitung hat mal gesagt, dass so ein Set aus 4 Expresskassen den Markt bereits 120.000 Euro kosten können. Weißt du eigentlich, wie viele Yum-Yum-Nudeln sich so ein Edeka dafür holen könnte? 152.000 Packungen! Okay, egal. Dann holt man sich halt ein paar Expresskassen und weißt du, was dann passiert? Dann benutzt sie keiner. Ich war letztens bei Edeka, die Schlangen an den Kassen gingen weit in die Gänge der Fertiggerichte rein und an den Expresskassen stand einfach nur ein Uli rum, der vermutlich wusste, wie der Hase läuft.